141 Teams, mehr als 4000 Paddler. 3 Tage lang brodelt es auf dem Schweriner Pfaffenteich. Die 22. Auflage des Drachenboot-Festivals bietet die allseits beliebte und europaweit größte Zusammenkunft aus Profipaddlern, Freizeitpaddlern, viel guter Laune und ein bisschen Verrücktheit. So unterschiedlich wie die Teams sind auch die selbstgesteckten Ziele. Die Blues Brothers beispielsweise sind das Top-Team der Landeshauptstadt. Im Champions Cup zielen sie entsprechend hoch, peilen Bestzeiten um die 45 Sekunden an. Oh, wir sind mit dem Ziel angetreten, ins A-Finale zu kommen, auf der Kurzstrecke, Sportmixed. Und wollen dort versuchen, unter die ersten 3 zu kommen. Ob das klappt, wird man sehen. Die Blues Brothers trainieren ununterbrochen. Genau einmal vorbereitend gepaddelt, sozusagen jungfräulich das Team der Schweriner SC. Für die Volleyball-Mädels inklusive finnischer und serbischer Neuzugänge ist das Festival vor allem Teambildungsmaßnahme. Ja, ich denke, es ist jetzt kein großer Wettkampf für uns. Der Spaß ist im Vordergrund, das Team kann mal ein bisschen was anderes machen, nicht nur in der Halle trainieren, sondern auch mal frische Luft. Und natürlich sind hier viele Leute und man kann sich auch präsentieren hier ein bisschen, auch ein bisschen Werbung machen. Die Saison geht erst im Oktober los, vielleicht kommen jetzt schon wieder ein paar mehr Leute zu uns in die Halle. Und dann gibt es da noch die vielen Teams, denen es vor allem darum geht, dabei zu sein. Beim Riesensportspektakel mitten im Stadtzentrum. Das AOK Green Team versammelt Krankenkassenmitarbeiter aus Brandenburg, Berlin und MV, um hier vor allem eines zu erreichen. Ja, erstmal Spaß haben. Wir rechnen immer mit gutem Wetter. Und dann stellt sich alles schon ein. Man will nie Letzter werden, aber es ist uns in einem Jahr auch schon mal gelungen, dass wir im Business Race auch den ersten Platz gemacht haben. Da hat dann alles gestimmt. Da gehört natürlich eine Menge dazu, nicht nur das Training, auch die richtige Mannschaft dazu haben, auch dass alle dabei bleiben. Ja, okay, und dann kann also auch sowas drin sein. Hier gilt es also auf jeden Fall, dass die AOK sich gut verkauft, dass wir irgendwo einen Mittelplatz haben werden und eben den Spaß dabei. Beste Stimmung und Hochbetrieb am Pfaffenteich Südufer. Die Rennen laufen pausenlos, Startkommandos erschallen im Minutentakt. Für die Blues Brothers startet das Festival vielversprechend. Nach den ersten Läufen insgesamt Platz 5 und beim 1000-Meter-Rennen sogar der verdiente Sieg. Im Finale geht es nun gegen die Erzfeinde und Lieblingsgegner aus Hamburg, das Love Boat und die Fette Motte. Die SSC-Mädels treten im Handwerker-Cup an. Kein Fachkräftemangel in den Gegnerbooten voller Meister, Stylisten und Handwerker. Das AOK Green Team muss sich im Business Cup unter anderem gegen den Bundestagsabgeordneten Dietrich Mohnstadt durchsetzen. Sportlich am spannendsten ist es bei den Blues Brothers. Hier wird kein Zentimeter verschenkt. Am Ende liegen die 2 Hamburger Teams knapp vorn. Das Team Fette Motte siegt mit einer Zeit von 48 Sekunden. Das Finale ist sehr schön gelaufen. Wir haben uns vorgenommen, unter die ersten 3 zu kommen. Haben das Ziel erreicht mit dem 3. Platz. Sind stolz, freuen uns sehr, sehen uns somit gut vorbereitet für die Europameisterschaft am nächsten Wochenende, bei der wir hoffen, ähnliche Ergebnisse zu erreichen. Ihr seht ja selber, das ist ja alles ein sehr hohes Niveau. Ja, und wird immer schwerer von Jahr zu Jahr, aber es macht immer wieder riesengroßen Spaß, herzukommen, anzutreten. Und wie gesagt, sind eine dufte Truppe und mehr kann man gar nicht sagen. Ja. Und die Volleyballerinnen haben mal wieder gezeigt, wie erstklassig sie Volleyball spielen können. Mit dem Paddel üben sie wohl lieber nochmal. Gewonnen haben sie hier vor allem an Erfahrung. Ja, ich denke, dass es ganz gut war, um das Team reinzufinden, weil wir alle eigentlich auch viel Spaß zusammen hatten. Und ja, ein bisschen Kommunikation ist ja auch wichtig. Und ja, ich denke, das war ganz gut heute. Pokale, Platzierungen oder einfach Party machen. 141 Teams und ganz unterschiedliche Ziele. Jubeln tun sie alle, nachdem nochmal alle Boote gemeinsam gezeigt haben, was hier beim Drachenboot-Festival auf dem Schweriner Pfaffenteich im Mittelpunkt steht. Zusammenhalten.